Auf der Comdex vor 2 Jahren habe ich deinen Symphonic gesehen. Du warst deiner Zeit weit voraus, Mann. Du bist ein Entwickler, Gordon. Nein, bin ich nicht. Dein Artikel ist eine Art Schatzkarte. Ich will ihn treffen und ein Projekt besprechen. Ich will einen Rechner bauen, den niemand den Mut hat zu bauen. Bist du völlig am Rad? Apple, IBM haben den Markt längst aufgeteilt. Sorry, aber es ist zu spät. Wenn das hier klappt, schön. Aber wenn nicht, dann bin ich ein Studienabbrecher, der für 3,50 die Stunde Videorekorder reparieren darf. Das ist brillant. Egal ob IBM, Altair oder Apple II, das ist alles dasselbe. Hast du diesen ganzen Kram gekauft? Begreifst du nicht, was du dafür riskierst? Das ist halt nicht genug. IBM hat uns die Kehle durchgeschnitten und lässt uns genüsslich ausbluten. Wegen eurem Personal Computer. Hör mir gut zu! Wehe dir, du baust Mist. Die Möglichkeit dafür bietet sich allerdings nicht ewig. Das ist die Gelegenheit. Hier geht es nicht darum, nicht zu verlieren. Sir, durch was zur Hölle hat IBM davon Wind bekommen? Mein Anruf. Computer sind nicht das eigentliche Ding. Sie sind das Ding für das richtig große Ding.